Und so sieht das Ganze aus. Ganz großer Kreis. Boah, ich glaube, das ist zu groß. Ich habe schon... Oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Hallo und herzlich willkommen bei Nähenlernen mit Amavi. Ich bin Amavi und heute nähe ich ein Sommerkleid. Und zwar werde ich dieses Kleid hier kopieren. Nach der Schwangerschaft sitzt das Kleid ein bisschen enger und deswegen muss ich das ein bisschen weiter nähen. Dazu habe ich mir diesen schönen Viskosestoff gekauft. Der war mal noch schöner und zwar war das ein weißer Hintergrund und ich habe den Stoff mit gelbem Baumwollstoff gewaschen und deswegen sieht das so aus. Ich plane auch ein Video dazu zu machen, was hilft, um diese gelbe Farbe rauszubekommen. Ich habe gelesen, Backpulver soll helfen. Vielleicht habt hier ja ein paar Tipps und Tricks. Habt schon mal was ausprobiert, was hilft? Schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare und ich werde das dann auch ausprobieren. Und das, was am Ende am besten hilft, da werde ich dann mein Kleid reinlegen und hoffen, dass es funktioniert. So, als erstes kopiere ich den Schnitt von diesem Kleid. Das Vorder- und Rückenteil des Kleids sind verschieden. Hier am Rückenteil ist noch ein Schlitz. Deswegen werde ich die Teile einzeln kopieren. Dazu habe ich hier die Seitennaht schon mal aufeinander gelegt und mit Stecknadeln fixiert. Außerdem habe ich noch die Schulternaht fixiert. Das Ganze habe ich nun nochmal auf das Papier fixiert und werde jetzt den Schnitt kopieren. Hier an der Schulternaht klappe ich das Rückenteil um und zeichne die Markierung auf das Papier. So, dann klappe ich das wieder zurück und das muss ich jetzt ein bisschen strecken. Es ist zwar fixiert auf dem Papier, aber es verschiebt sich doch ein bisschen. Jetzt kopiere ich noch hier den Armausschnitt. Und für die Seitennaht mache ich das so, wie ich das in allen Videos mache. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Ich halte die Naht hier fest, klappe das Rückenteil um und mache mir eine Markierung auf das Papier. Und das mache ich an der ganzen Naht entlang. Also an der Naht festhalten, umklappen, Markierung auf das Papier und so weiter. Hier unten mache ich einfach eine Markierung hier an der Seite und dann ist das einfach eine Gerade und die werde ich dann hier am Ende verbinden. Und so wie ich das Vorderteil kopiert habe, werde ich auch das Rückenteil kopieren. Das Schnittteil schneidest du dann aus. Bevor ich das Schnittteil ausschneide, werde ich noch das ein bisschen vergrößern und noch die Nahtzugaben dazu einzeichnen. Ich werde das um 1 cm erweitern und dann nochmal 1 cm Nahtzugabe, also insgesamt 2 cm. Dazu nehme ich mir mein Handmaß, lege es hier an die Linie und zeichne nochmal eine Markierung bei 2 cm. So, die Linien werde ich nun auch verbinden. Und dann zeichne ich auch direkt hier die Nahtzugaben von 1 cm ein. Wobei ich das auf diesem Kopierpapier nicht brauche. Hier habe ich ja schon die Linien eingezeichnet. Ich mache hier mir nur eine kleine Markierung. Ja, am Armausschnitt werde ich auch direkt die Nahtzugaben einzeichnen. Dann brauche ich das nicht mehr auf den Stoff zu machen. Ich nutze eine Nahtzugabe von 1 cm. Und das mache ich eben an allen Linien hier entlang. Noch die Schulternaht. Und dann fehlt noch der Ausschnitt. Jetzt schneide ich das Schnittteil aus. Ich wollte eben das Rückenteil kopieren und da habe ich gemerkt, dass das genauso aussieht wie das Vorderteil. Außer, dass hier eben ein Schlitz ist und ich glaube, die haben das nur eingeschnitten und dann einen Beleg dran genäht. Deswegen brauche ich das Rückenteil nicht zu kopieren. Du kannst aber vorsichtshalber das Rückenteil von deinem Kleid kopieren, wenn du dir nicht sicher bist, ob das genauso ist wie beim Vorderteil. Das ist nämlich bei einigen Kleidern anders. Den Rock werde ich nicht kopieren, weil ich einen Tellerrock nähen möchte. Falls du auch so einen gekräuselten Rock nähen möchtest, dann kannst du dir das in meinem Video ein Sommerkleid nähen anschauen. Das habe ich dir in der Infobox verlinkt. Ich fange mit dem Vorderteil des Kleides an. Das habe ich jetzt auf dem Stoff fixiert. Den Stoff habe ich vorher gefaltet. Hier ist der Stoffbruch. Und ich könnte das jetzt direkt ausschneiden, was ich auch machen werde, weil ich die Nahtzugaben schon eingezeichnet habe. Du kannst natürlich auch vorher mit der Schneiderkreide das auf den Stoff malen und dann ausschneiden, wie du magst. Ich habe das Kleid jetzt einfach auf das Schnittmuster gelegt, Schulternaht auf Schulternaht
und werde hier am Ausschnitt entlang mit der Schneiderkreide einzeichnen. Dann mache ich noch die 1 cm Nahtzugaben hinzu und schneide das Schnittteil aus. Der Schlitz am Rückenteil des Kleides ist ungefähr 14 cm lang und dann mache ich mir hier eine Markierung auf dem Rückenteil bei 15 cm, weil ich ja noch 1 cm Nahtzugabe habe. Ich habe jetzt beide Teile zugeschnitten, Rücken- und Vorderteil. Und bevor ich das auseinanderklappe, messe ich mir noch hier die Taille ab. Also ein Viertel von der Taille und das sind bei mir 27 cm. Diese Zahl brauche ich, um dann den Tellerrock zuzuschneiden. Und das zeige ich dir gleich. Den Tellerrock habe ich nun zugeschnitten. Und so sieht das Ganze aus. Ein ganz großer Kreis. Boah, ich glaube, das ist zu groß. Ich habe schon... Oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Ich habe den Rock irgendwie falsch zugeschnitten. Ich wollte ja einen Tellerrock machen und die Taille ist ein wenig zu breit. Da hatte sich ein kleiner Denkfehler eingeschlichen. Ich habe den Umfang durch 4 gerechnet, statt mir den Radius zu berechnen und das für den inneren Kreis zu nehmen. Daraus kann ich jetzt leider keinen Tellerrock mehr machen. Ich kann auch nicht neu zuschneiden, weil ich nicht genug Stoff habe. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich den Rock retten kann, aber bevor ich das mache, werde ich das Oberteil nähen. Bevor ich Vorder- und Rückenteil zusammennähe, erstelle ich mir noch den Beleg. Jetzt habe ich hier ein Stoffteil gefaltet und das Vorderteil drauf fixiert. Jetzt fixiere ich noch hier den Stoffbruch und dann zeichne ich hier am Ausschnitt entlang eine Linie. Die Nahtzugaben sind im Ausschnitt enthalten und werden auch somit auf den Beleg übertragen. Nun entferne ich das Oberteil. Der Beleg wird 3 cm, deswegen zeichne ich hier noch Markierungen bei 3 cm ein. Dann schneide ich den Beleg aus. Den Beleg für das Rückenteil mache ich so ähnlich, nur da ist ja ein Schlitz, deswegen muss man da noch eine Linie dazu zeichnen. Aber das zeige ich dir auch gleich. Den Beleg für das Rückenteil mache ich auf dieselbe Weise, wie ich das für das Vorderteil gemacht habe. Ich habe den Ausschnitt schon mal eingezeichnet und dann mache ich Markierungen bei 3 cm, da der Beleg 3 cm breit wird. Hier kommt dann der Unterschied, das zeige ich mal an dem Kleid. Das Kleid hat hier einen Rückenschlitz und der Beleg geht hier runter bis zum Schlitz und dann haben wir hier eine Rundung. Und das zeichne ich auf den Stoff ein. Der Rückenschlitz ist 15 cm lang und deswegen mache ich eine Markierung bei 15 cm auf den Stoff hier. Und zwar hier am Stoffbruch. Und auch hier wird der Beleg 3 cm breit sein. Und hier unten ebenfalls. Der Beleg an dem Kleid, was ich kopieren möchte, hat hier oben eine Rundung und auch hier unten am Rückenschlitz. Und das werde ich jetzt auch einzeichnen. Zuerst verbinde ich hier die Linien und dann runde ich das hier an der Ecke, um die Linie hier waagerecht zu treffen. Und hier unten an der Linie mache ich ebenfalls eine Rundung rein. Das muss ich jetzt nur noch ausschneiden. Für die Belege habe ich auch Bügeleinlage ausgeschnitten und werde nun das hier drauf bügeln. Hier am Rückenteil habe ich das schon gemacht. Die Bügeleinlage ist etwas dünner, das ist die H18C. Da muss man beim Bügeln ein bisschen vorsichtig sein, damit man das nicht anbrennt, also nicht zu heiß bügeln. Ich habe auf beiden Belegen die Verstärkung gebügelt und jetzt werde ich die Ränder mit einem Zickzackstich versäumen. Und hier am Vorderteil ebenso. Nachdem ich die beiden Belege mit dem Zickzackstich versäumt habe, habe ich sie rechts auf rechts aufeinander gelegt und werde sie mit dem Geradstich der Stichlänge 3 und 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. So sieht das dann zusammengenäht aus. Die Naht kannst du noch glatt bügeln. Jetzt nähe ich das Oberteil zusammen. Dazu habe ich Vorder- und Rückenteil rechts aufeinander gelegt und die Schulternähte schon mal fixiert. Das Ganze werde ich mit dem Geradstich und 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Ich habe die Schulternähte zusammengenäht, auseinandergebügelt und mit einem Zickzackstich versäumt. Der Beleg wird rechts auf das Oberteil genäht, deswegen wende ich das Oberteil auf die rechte Seite. An der Rückseite vom Beleg habe ich die Mitte markiert und ebenso auch auf der Rückseite des Oberteils. Diese beiden Markierungen bringe ich aufeinander und fixiere das Ganze. Dann bringe ich Schulternaht auf die Naht vom Beleg und fixiere das Ganze mit Stecknadeln. Die Mitte vom Vorderteil habe ich mit einer Stecknadel markiert und vom Beleg auch. Diese beiden Markierungen bringe ich aufeinander und stecke sie zusammen. Die Schulternaht bringe ich auf die Naht vom Beleg und fixiere das Ganze. Hier unten für den Rückenschlitz fixiere ich das ebenso
Und hier zeichne ich mir noch eine Linie ein, und zwar mit der Länge 15 cm. Ich habe den Beleg überall festgesteckt und auch den Rückenschlitz eingezeichnet. Jetzt werde ich das Füßchen breit annähen. Ich habe jetzt bis hier zu der Linie am Rückenschlitz genäht. Ich lasse die Nadel unten und nähe genau neben dieser Linie entlang. Der Rückenschlitz soll bis hierhin gehen. Hier habe ich ja die Markierung eingezeichnet. Dann nähe ich noch 2-3 Nähte, lasse die Nadel wieder unten, drehe das Ganze. Dann nähe ich wieder so lange, bis ich auf die andere Seite der Linie bin. Wieder Nadel unten lassen, das Ganze drehen. Und jetzt nähe ich wieder neben dieser Linie entlang hoch. Wenn ich am Ende dieser Linie angekommen bin, dann nähe ich wieder füßchenbreit hier am Ausschnitt entlang. Ich habe den Beleg an das Oberteil angenäht. Jetzt werde ich hier den Rückenschlitz einschneiden. Genau auf der Linie entlang. Ich habe den Rückenschlitz bis zur Markierung hier unten eingeschnitten und werde den Beleg auf die linke Seite drehen. Hier unten, wo der Schlitz endet, habe ich 2-3 Nähte genäht. Deswegen lässt sich das nicht so gut auf die linke Seite wenden. Das werde ich hier auftrennen und dann eine Spitze nähen und hoffen, dass das dann funktioniert. Ich habe hier die Spitze genäht. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ich habe das hier nochmal eingezeichnet, damit ihr das besser erkennen könnt. Dann werde ich hier an den Rundungen einschneiden. Achte darauf, dass du nicht in die Naht einschneidest. Und das mache ich, damit sich die Rundungen besser legen. Die Spitze hier kann man auch abschneiden. Ich habe an allen Rundungen jetzt eingeschnitten und werde den Beleg auf die linke Seite drehen. Nachdem ich hier die Spitze genäht habe, legt sich der Beleg hier besser. Das Ganze bügele ich jetzt noch glatt. Ich habe den Beleg glatt gebügelt und nähe noch hier genau auf der Schulternaht, damit der Beleg befestigt ist. Ich habe den Beleg an das Oberteil befestigt, das ist jetzt fertig. Das Vorder- und Rückenteil habe ich rechts auf rechts aufeinander gesteckt und nähe die Seiten zusammen. Das mache ich wieder mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe. Ich habe die Seiten des Oberteils zusammengenäht und die Nähte mit einem Zickzackstich versäumt. Jetzt kommen wir zu den Ärmeln. Hier an dem Kleid, was ich kopieren möchte, sind Streifen an den Ärmeln angenäht. Ich habe mir schon mal solche Streifen zurechtgeschnitten. Die sind 2 cm breit und 57 cm lang. Vorher habe ich den Ärmel ausgemessen, das sind 55 cm. Also ich habe noch 2 cm Nahtzugabe dazugenommen. Die Streifen nähe ich jetzt rechts auf rechts zusammen und dann werde ich sie an den Ärmel annähen. Ich habe beide Streifen zusammengenäht und hier an einem Ärmel schon mal fixiert. Genauso werde ich jetzt den Streifen an den anderen Ärmel befestigen. Ich befestige den Streifen genau am Armausschnitt. Ich hasse dieses Wort. Jetzt nähe ich füßchenbreit am Rand entlang und befestige somit den Streifen an das Oberteil. Ich habe den Streifen an den Armausschnitt angenäht und werde das Ganze nun verstürzen. Das geht folgendermaßen. Ich lege die Naht in den Streifen, falte den Streifen um und dann erneut, sodass die Naht im Streifen verschwindet, aber auch hinter das Oberteil, also dass es nicht mehr sichtbar ist vorne, nur noch auf der linken Seite. Und dann stecke ich das Ganze fest. An dem anderen Armausschnitt habe ich das schon mal vorbereitet. So sieht das dann aus, wenn man es zusammennäht. Jetzt habe ich den Streifen an das Oberteil befestigt und nähe mit einem Geradstich am Rand entlang. Ich habe die Streifen an den Ärmeln angenäht. Das Oberteil ist fast fertig. Was noch fehlt, ist der Knopf, den ich noch annähen muss und eine Schlaufe. Das mache ich aber zum Schluss. Jetzt muss ich noch den Rock dran nähen, aber erstmal muss ich den Rock retten, weil, wie ihr wisst, habe ich den Tellerrock falsch zugeschnitten. Dazu messe ich hier erstmal unten an der Taille des Oberteils ab, wie viel Zentimeter es sind. Das sind 52 cm. Diese Zahl merke ich mir, um dann später den Rock zurechtzuschneiden. Ich habe die Taille am Oberteil gemessen, das sind 52 cm. Und jetzt messe ich am Rock
auch 52 cm ab. Und dann nehme ich noch 2 cm Nahtzugabe. Also schneide ich hier bei 54 cm den Rock zurecht. Und dann habe ich so einen halben Tellerrock. Ich habe den Rock jetzt einmal gefaltet, sodass ich hier 4 Lagen Stoff habe. Hier habe ich 27 cm, also die Hälfte von 54. Und ich schneide entlang dieser Linie den Rock aus. Somit habe ich dann einen halben Tellerrock. Ich weiß nicht, ob man das so nennt, ich sage es einfach mal. Optional könnte man den Rock noch kräuseln und die Taille auf die richtige Größe bringen. Ich weiß aber nicht, ob das gut aussieht, deswegen mache ich das auf diese Weise. Den Rock habe ich nun hier ausgeschnitten und lege die Seiten rechts aufeinander und fixiere sie mit Stecknadeln. Jetzt nähe ich mit einem Geradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe die Seite zusammen. Ich habe die Seite am Rock zusammengenäht und die Nähte mit einem Zickzackstich versäubert. Jetzt nähe ich den Rock an das Oberteil. Ich habe am Oberteil jeweils die Mitte mit einer Stecknadel markiert und auch am Rock. Diese Markierungen bringe ich nun aufeinander und fixiere den Rock an das Oberteil. Ich lege den Rock rechts auf rechts in das Oberteil und bringe die Markierungen aufeinander und fixiere das. Hier bringe ich Naht auf Naht und stecke den Rock an das Oberteil. Jetzt nähe ich mit einem Zentimeter Nahtzugabe und einem Geradstich den Rock an das Oberteil. Ich habe den Rock an das Oberteil genäht und die Naht nach unten gebügelt. Zusätzlich habe ich die Naht noch mit einem Zickzackstich versäumt. Als nächstes nähe ich den Rocksaum. Dazu falte ich den Saum einmal um 1 cm und dann erneut um 1 cm. Dann bügele ich das Ganze glatt, stecke es mit Stecknadeln fest und nähe es dann zusammen. So sieht der Rocksaum dann festgesteckt aus. Jetzt nähe ich knappkantig am Rand entlang und zwar mit einem Geradstich und einer Stichlänge von 3. Ich habe den Rocksaum umgenäht und damit ist das jetzt fertig. Das Kleid ist auch schon fast fertig. Was noch fehlt, ist ein Knopf und eine Schlaufe. Ich habe den Knopf hier schon angenäht und dann habe ich mir eine Schlaufe zurechtgeschnitten. Die Länge werde ich dann später festlegen. Und diesen Streifen habe ich einmal in der Mitte gefaltet und gebügelt und dann erneut gefaltet. Jetzt muss ich mal ausprobieren, ob ich das mit der Nähmaschine nähen kann oder ob sich das verfängt in der Nähmaschine. Das werde ich gleich ausprobieren. Ansonsten werde ich das mit der Hand nähen. Das Annähen mit der Nähmaschine hat ganz gut geklappt. Den Streifen habe ich auf 7 cm gekürzt. Jetzt falte ich den einmal so zu einer Schlaufe und nähe sie dann hier oben an das Kleid. Ich probiere einmal aus, ob die Schlaufe um den Knopf geht. Ja. Das klappt ganz gut. Jetzt nähe ich die Schlaufe noch an. Mit diesem letzten Schritt ist das Kleid dann auch fertig. Das war mal eine etwas andere Anleitung, als ihr sonst gewohnt seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Bleibt gesund und nähbegeistert. Bis zum nächsten Mal.